Guck mal, ich muss keine Calzone machen. Ja. Guck mal, diese Stabilität. Mhm. Diese Doppeldeutigkeit. Mhm, Gib mir die Schere. Lass mich raus. Gib mir die Schere! Lass mich los! Du magst kein Rucola mehr? Nee. Das schmeckt so bitter. Mach's nicht doppelt! Aber Rucola ist so gesund und auch die Tomaten, die da liegen. An wen war diese Nachricht? Ja, und? Ernähre ich mich sonst nicht gesund oder was? Nur weil ich Rucola mag. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Sekunden bei diesem Scheißbalkon was zu denn? Ich sitze hier und du keust mich voll, dass ich mich ungesund ernähre. Das habe ich gar nicht gesagt. Natürlich hast du es gesagt. Das hast du gedeutet. Immer deutest du andere Sachen. Weil ich so anstrengend bin. Ich weiß, warum du sagst, dass ich die Tomate und den Rucola essen soll, anstatt meine Pizza. Ich bin fett. Ist es das? Ist das der Grund, warum ich diese gesunde Scheiße essen soll? Weißt du was, du hast gerade nur nach einem Grund gesucht, meine Pizza, die ich gemacht habe, schlecht zu reden. Das ist es. Sag doch einfach auch, Christina, tut mir leid, ich weiß, du hast dir so viel Mühe gegeben, aber es schmeckt mir einfach nicht. Nein, stattdessen.